Hier müssten eigentlich, es müssten noch Lampen rein, ne? 465 Simoleons, wir karren gerade alles von unten nach oben. Vielleicht beziehen wir ihm sogar mal das Bett, weil der pennt seit 50 Jahren. Der ist ja seit 50 Jahren... Was mache ich denn da? Nein, jetzt, was? Ich wollte den hier machen. Der ist ja seit 50 Jahren Teenager, aber da muss er langsam mal das Bett beziehen. Es sieht alles toll aus. Ich nehme mal das hier. Fridolin... wird ein kleines Stück erwachsen. Und bald schon ist er nicht mehr allein. Sie werden immer größer. Die Zeit vergeht so schnell. So, was machen wir dem Fridolin denn für eine Lampe dran? Noch ist er, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber für 170... Was ist das? Jordi LaForges Brille oder was? Was machen wir denn da? Eine Deckenlampe wäre natürlich auch nicht schlecht. So eine Stehlampe finde ich auch immer so ein bisschen... weiß nicht. Stehlampen finde ich komisch. Deckenfluter Limo on the Beach. Mixer der Gastronomiekarriere oder Studio-Stehlampe Flegel. Meister des Realen oder Malerkarriere. Deckenlampe für Kinder. Oder hier, Hängelampe Snöball, wollte ich gerade sagen, ist echt wie bei Ikea. Diese bescheidene Kugel aus Papier taucht jeden Raum in ein sanftes Licht. Wir brauchen aber kein sanftes Licht, ich glaube wir brauchen helles Licht. Diese coole, schicke Hängelampe wird ein Leben unaufdringlich, aber einheitlich erhellen. Gibt's denn die auch in hell? Ja. Ist sie jetzt blau, oder? Der Fridolin träumt von der weiten Welt. Dann wird er groß sein und erwachsen und verdient ein Arsch voll Geld. So. Der Fridolin, noch ist er klein, macht bald schon seinen Führerschein, dann fährt er weg, weit weg. So, jetzt hören wir mal auf mit diesem Gebamsel hier, da werde ich ja sentimental, wenn ich das weitermache. Wird man wirklich so ein bisschen, ne, wenn die Kinder dann groß werden und außer Haus und so, das ist schon so ein bisschen, war damals auch schräg. So, das hier vielleicht so ein bisschen... teppichmäßig. Sieht aber dann so ganz komisch aus. Der müsste mehr so mittiger sein, so, ne? Aber ganz ehrlich, das mit dem Teppich, wie viel kostet der? 150, super Öko-Teppich, natürlich. Ist ja genau Fridos Ding, der alte Natursektheiler. Was? Was rede ich denn da eigentlich? Ein Regal mit Büchern wäre schön. 175. Wandregal intellektuelle Illusion. Warum mehr Platz verschwenden als nötig? Dieses wahrlich minimalistische Regal enthält nur das Wichtigste. Den Rest kannst du dir denken. Spaß 5. Da gibt's coole Regale, aber wir haben natürlich noch gar keine Kohle und wir brauchen noch einen Schreibtisch mit PC. Und wir können uns überhaupt nichts leisten. Der Fridolin braucht auf jeden Fall noch... was ist das denn? Astronautenkarriere, Kontrollzentrum. Geil. Geheimagentenkarriere. Weißt du noch, als die Kinder fast aus Versehen erwachsen geworden wären? So, pass auf, Tränenmond nämlich, die gönnt sich natürlich auch ein bisschen was. So. Für die Tapete wird es nicht mehr reichen, leider. Da müssen wir später ran. Budu, budu, budu. So, später kommt dann noch eine Tür rein. Tränenmond hat dann auch ihr eigenes Zimmer. Das hat sie neben ihrer Mutti. Und das wird natürlich alles schwarz. Und oben hat Fridolin sein riesiges Reich. Aber wir wissen ja auch, warum er Platz brauchen wird.
Das wissen wir alle schon. Wir sind nämlich die Allwissenden, wie heißt das in der Rolle, das Allwissen? Ich muss mir mal anders hinsetzen hier, warte mal. Wir sind in der Rolle des Umsetzenden. So, ich habe jetzt was umgesetzt und zwar mich. Okay. Ich würde sagen... Tja, Frikadella, was machst du denn? Ich würde sagen, Blase entleeren wie ein Champion. Dann vielleicht nochmal duschen. Und zwar, ich würde sagen, eine erfrischende Dusche. Und wir wissen genau, was dann auf dem Plan steht. Die Frikadella, alter Schwede, unwohl. Ach ja, die hat er immer noch. Aber das wird dann natürlich verfliegen. 3 Stunden noch. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Oh, bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Ich zeig dir mein gebrochenes Herz. So. Sozial. Hunger haben wir noch nicht unbedingt. Jetzt ist er glücklich. Na, siehste, wusste ich's doch. Was machen wir da? Witz erzählen. Klick auf ein Sim und wähle eine Sozialaktion aus der Kategorie lustig. So rede ich auch mal mit Leuten. Ich wähle Leute aus, die in meiner Nähe sind. Achso, jetzt erstmal Energie geladen. Gut. Und klicke dann auf eine Interaktion. So. Training. Dehnen, Liegestütze machen, Rumpfbeugen. Wir gehen aber erstmal, oder? Wir gucken uns erstmal den Ladebildschirm an. Der Ladebildschirm ist so schön. Selten sah ich einen schöneren Ladebildschirm. Ach, ich wünschte, Van Gogh hätte noch gelebt, um sich diesen Ich hatte schon die Fresse. Guck mal, die sieht wieder normal aus. Die hat nicht mal diesen Manschekopf. So, und wir gehen verbrennen und pumpen. Verbrennen hört sich immer so, weiß ich nicht. Seit Nepal hat das immer so einen Beigeschmack, und zwar nach verbranntem Fleisch und Haaren. Verbrennen, verbrennen. Alles wird brennen. Du kannst noch so schnell rennen. Am Ende wirst auch du brennen. Naja, ist halt da wie vergraben bei uns. So, jetzt aber genug. DNA wird gesplittet. Das ist immer eine gute Sache. Manchmal teile ich nicht nur mein Magnum-Eis, sondern auch meine DNA mit anderen Leuten. Indem ich sie wahllos anspucke oder so. Das ist ganz normales Sozialverhalten. Das lernt man heute schnell auf dem Schulhof. Das sind soziale Umgangsformen. Zum Beispiel auf Facebook scherzhaft sagen, du Hurensohn. Und dann auf dem Schulhof ins Gesicht spucken. Das ist Social Interactive sozusagen. Wie die Profis sagen. Oder die Pädagogen. So, darf ich jetzt? Die hat echt eine Zahnlücke hier immer, ne? Die hat eine Zahnlücke. Ich schwöre, die hat Lücke. So, keine Ahnung, wer das ist. Wir machen ein energiegeladenes Training. Wen haben wir denn heute im Fitnesscenter? Wo ist denn unser Puerto Ricanischer? Wo ist denn der Typ? Alter, wenn du jetzt... Ey, Bitch, step nicht auf meinen Stepper, ja? Dein Mocker-Einlauf kannst du selber machen. So. Hier, die Mutti zeigt euch mal, wie gerannt wird. Oh, natürlich wieder Fanservice. Ich darf den Fanservice... Ich vergesse immer den Fanservice. Es tut mir leid. So, hier. Lalalala. Ich sag nur gemahlene Kaffeebohnen. Ja, das ist unglaublich. Frikadella schon wieder auf dem Gerät. Und das Ding ist gerade nach oben gegangen. Mit ihrem Gewicht. Die hat abgenommen. Frikadella hat abgenommen. Ich weiß es genau. Und er guckt schon rüber mit seiner... Alter, der zieht den Bauch aber ganz schön ein, oder? Ey, ich mach dir einen Mocker-Einlauf, wenn du willst. Frikadella und Fresh Prince kennen sie noch gar nicht. Fresh Prince ist kokett. Yeah! Frikadella lernt den Fresh Prince kennen. Geil! Hammer! Ich habe eine Sendung gesehen. Das war ja voll der Klamauk, Alter. Ach, das ist gerade ein Massengespräch hier. Über was denn? Begrüßt werden. Kokett begrüßt werden. Oh, er hat mir eine Blume gezeigt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man den Fresh Prince synchronisieren würde. Es wäre alles... Alter, das Ding geht nach oben. Frikadella dreht ab. Alter, was ist denn los mit ihr? Wo kann ich ihre Fortschritte sehen eigentlich mit dem Ding? Gar nicht, ne? Die muss ja Freunde finden. Hier, Fitness 3. Da ist ja der Fortschritt da oben.
Fitness 3. Frikadella, was ist da los? Wo kann ich denn ihr Körpergewicht sehen? Merkmale, ja, das ist ganz toll. Oh nein, ich habe was vom Tutorial angeklickt. Bitte lass mich in Ruhe. Nein, ich will dich nicht. Lass mich in Ruhe. Nimm meine Overlays weg. Frikadella Schlümpel. Erwachsene. Oh. Ich meine natürlich, was? Oh, schade. Junge Erwachsene ist gerade auf dem Weg. Tage bis zur nächsten Altersstufe 3. Ist das überhaupt möglich? Ausdauerlauf. An die Grenzen gehen. Alter! Mädchen, nimm deine Schoketten vom Laufband. Hier ist Frikadella-Time. Ja, die ist doch gar nicht drauf. Die geht doch nicht drauf. Jetzt also. Haben wir die genug genervt? So, Freshy Prinzi, guck mal. Guck mal, wie die Mutti das macht hier, hm? Da kannst du auch was lernen, mein Kleiner. Also ich hier, ne? Da kannst du mal so anfassen, verstehst du? So, aber richtig durch die ganze Auslage. Bei mir kannst du richtig reingrabbeln, wenn du willst. Aber wenn du willst, du musst natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, es ist wieder Frühling und die Mutti muss mal wieder durchgepflügt werden. Der Acker liegt brach. Hat er schon Notrodung. Ich kann den Fresh Prince nicht synchronisieren, es tut mir leid. Ich trau mich nicht. Ich trau mich einfach nicht. Er redet von Fröschen. Es geht, glaube ich, um ungeschlechtliche Begattung. Frösche können sich ja selber schwängern. Ist das so? Weiß ich gar nicht. Er behauptet es zumindest. Ich habe davon keine Ahnung. Ich bin kein Frosch. Sei kein Frosch. So, Beziehungen, tralala. Ich würde gerne gucken bei ihrer Fitness, wo halt steht, welches Gewicht sie hat. Gibt's das denn hier? Statistik. Gekochte Mahlzeiten, genommene Dusche, geküsst worden. Nullmal. Die war verheiratet, die hat Kinder und ist nullmal geküsst worden. Es war eine rein sexuelle Ehe. So, 58 Toilettenpausen. Unglaublich. Null gesuchte Gesellschaftsereignisse. Besuchte Befolge hierhin 14. Techtelmechtel gab nullmal. Gegessene Mahlzeiten 65. Eingeschlafen 47 Mal. Gewonnene Kämpfe 1. Hm. Blase versagt 0. Ohnmächtig geworden 0. Angesenkt worden 0. Miterlebte Brände. Naja, das war ein anderes Leben. Abgeschlossene Launen 48. Emotionen 117 Mal selbstsicher gewesen. 202 Mal glücklich gewesen. Wahrscheinlich einfach, weil sie viel Schokolade gegessen hat, hat sie sich das dann vorgemacht. Was mich wundert, ist das hier wirklich kein Gewicht oder so. Das ist ein bisschen doof. Ich würde gerne wissen, wie lange ich noch brauche, um ihr Gewicht abzubauen. Da würde ich gerne Fortschritte sehen. Und was ist das da? Ist das Schweiß oder ist das was anderes? Ich will das nochmal sehen, wenn die hier hinplumpst. Ich hoffe, das passiert nochmal. Oh, da hinten sehe ich gerade einen nackten Hintern. Oh, weia, das gibt natürlich Stress auf YouTube. Oh, weia. So, jetzt fall doch mal hin. Tern. Interne Umfragen. Was reden die denn die ganze Zeit? Erstmal stinkt hier die Hälfte an Leuten. Jetzt leg dich doch aufs Maul, Mann! Das Ding müsste wieder nach oben gehen, glaube ich, ne? Natürlich. Da hebt sie ihre 200 Kilo Lebendgewicht an Brustmasse einfach hoch und runter. Natürlich, kein Problem. So, ich gehe mal kurz durchs Bild. Nein, das sieht überhaupt nicht aus wie ich. Der rechts auch nicht. Irgendwie passiert ja gar nichts. Aber wenn ich jetzt wegmache... Hä? Was? Lockere Unterhaltung. Rot. Jens ist konzentriert. Wieso rot? Die Schule ist für heute aus. Oh Mann, ich wollte Frikadella noch gerne einen Fitnesspunkt gönnen. Scheiße, vielleicht... Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch hinkriegt. Da müsste eine Zeitangabe stehen. Das wäre ganz cool. So Ingame-Zeit, wie lange es noch ungefähr dauert. Das wäre echt ganz praktisch.
irgendwie ein cooles Bild, ne? So. Wenn die alle am Rennen sind, alle am Trainieren. Das ist ein gutes Gefühl, anderen Leuten beim Trainieren zuzugucken, während man selber hier sitzt und spielt. Ach, er ist direkt am Schwitzen ohne Ende. Das gibt die Pfützen, oder? Frikadella schwitzt aber nicht, komischerweise. Das verstehe ich nicht. Die ist doch eigentlich faul. So, wer ist das überhaupt? Jens Mertens, natürlich. Jens Mertens Acker. Los, Frikadella, ein Fitnesspunkt noch, komm schon. Ich weiß nicht genau, ob wir das hinkriegen. Ich frage mich halt ernsthaft, ob sie es überhaupt schafft abzunehmen. Ich meine, ich sehe, ehrlich gesagt, sie macht zwar Sport, vielleicht bin ich auch zu ungeduldig, aber ich sehe da nicht wirklich eine Änderung. Auch wenn sie gleich wieder einen Fitnesspunkt voll hat. Sollte man da nicht langsam was sehen? Unangenehmes Gespräch. Kann man vielleicht Karriere liegen über Kochen reden? So, Tag verschönern. So, wir wechseln jetzt wieder auf Tränenmond. Kontrolle auf Tränenmondschlömpel umschalten, denn wir müssen ganz dringend Hausaufgaben machen. Frikadella hat ihren Fitnesspunkt, da haben wir erreicht, was wir wollten. Ich frage mich aber ernsthaft, oh, Ladebildschirm. Ich frage mich aber ernsthaft, ob sie tatsächlich dünner wird. Ich hege da noch leise Zweifel. Zweifel. Leise, ganz leise Zweifel. Weil irgendwie hat sich da nicht eine Schwarte verflüchtigt. Nicht eine einzige Schwarte. Ich warte und warte, doch keine Schwarte, keine Zarte verflüchtigt sich. So. Binäre Zahlen werden errechnet. Boah, die Ladebildschirme sind mein bester Freund bei Sims 4. Das ist die größte Errungenschaft. Ich finde, in einem DLC sollten weitere Ladebildschirme eingebaut werden. Aber aufhübschen könnte man die zumindest, indem man, ich weiß nicht, random irgendwelche Szenen zeigt, irgendwelche JPEGs vielleicht, statt immer nur diesen komischen Ladebildschirm. Da könnte man was Schöneres zeigen, weil das hier ist nicht wirklich erbaulich und nicht spannend und nicht schön. Es ist einfach, ja. Man könnte zum Beispiel JPEGs aus der Community-Galerie zeigen. Da vielleicht andere, dass andere vielleicht irgendwie ihre Sachen da zeigen. Wäre doch schön. So, Tränen. Tränenmond. Energie. Boah, die ist ja wieder voll fit unterwegs. Was ist denn los? Pass auf. Da würde ich sagen, Aktion überdenken. Ja, Fridolin macht natürlich wieder Mittelalterabend hier. Wenn der wüsste, was der oben für ein Zimmer hat. Alter Schwede, werde ich neidisch, wenn ich das sehe. Werde ich neidisch. Das ist eigentlich eher Tränenmondmusik, ich weiß gar nicht. Hallo? So, Tränenmond ist konzentriert, das ist sehr gut. Das heißt, sie kann jetzt sofort Inventar. Ja, ich weiß, dass das Inventar ist. Ich spiele das schon eine Weile, Mann! So, auch Fridolin überdenkt seine Aktionen. Und so ging sie dahin. Und machte ihre Hausaufgaben. Wie noch nie die Hausaufgaben in diesem Königreich gemacht wurden. Da ist genau jetzt die Melodie natürlich weg. Toll. Und so ging Tränenmond und schlug ihr Buch auf. Und sie schrieb über ihr Leben, über ihre Gedanken, über all das, was sie eines Tages hinterlassen würde. Doch wem wurde sie jetzt hinterlassen? Sie hatte niemanden. Tränenmond war alleine. Und so wie die Dinge standen, würde sie ewig alleine bleiben. Doch eines Tages, so wusste sie, eines Tages wird dieser Mensch in ihr Leben treten.
dieser eine Mensch, der nicht ihr Bruder war. Dieser eine Mensch, mit dem sie ihre Liebe teilen würde, ihre Trauer, all die Hoffnungslosigkeiten, für die sich das Leben lohnte. All die Depressionen, all die menschlichen, seelischen Abgründe würde sie teilen. Mit dieser einen Person. Und mit dieser möchte sie etwas hinterlassen. Show me y'all know. Ja, das stimmt so.